geehrte Majestät König Willem Alexander, sehr geehrte Majestät Königin Maxima, herzlich willkommen in Baden-Württemberg. Ich freue mich, Majestät, dass Sie und Ihre Gattin nur wenige Wochen nach Ihrer Amtsübernahme bei uns im Land begrüßen zu dürfen. Und ich möchte mal so sagen, wir hatten jetzt monatelang schlecht Wetter. Und da kommt das niederländische Königspaar und richtiges Königswetter. Ein schöneres Omen kann es wirklich nicht geben für Ihren Besuch. Herzlich willkommen. Ich durfte ja schon in meiner Funktion als amtierender Bundesratspräsident am 25. März die Niederlande besuchen. Es kam zu interessanten Begegnungen mit Ministerpräsident Rutte und den Vorsitzenden der Staatengeneral. Aber insbesondere die Audienz bei Königin Beatrix war für mich ein Erlebnis. Wir hatten inhaltlich ein sehr, sehr ergiebiges Gespräch. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir schon in diesem Jahr den zweiten hochrangigen Kontakt aus den Niederlanden hier haben. Die Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland sind traditionell eng und sehr vielfältig. Und das gilt auch für unser Land Baden-Württemberg. Der Rhein verbindet unser Land mit den Niederlanden. Ein wichtiger Handelsweg, aber auch ein wichtiger Zeichen des kulturellen Austausches. Und schon vor Jahrhunderten haben Generationen aus den Schwarzwaldorten in den Flößerei den Holzhandel mit den Niederlanden gepflegt. Und wir haben selbst bedeutende Märchen und Sagen über diese Zeit. Also eine sehr alte Verbindung. Und so wurden eben viele Schiffe niederländischer Handelskompanien oder auch Häuser in Amsterdam mit Schwarzwaldholz gebaut. Heute ist für uns Baden-Württemberger Rotterdam ein bedeutender Überseehafen und in der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins arbeiten wir seit Jahrzehnten eng zusammen, wenn es um Gewässerschutz, die Verbesserung der Wasserqualität oder um Hochwasserschutzmaßnahmen geht, die ja wieder jetzt von großer Bedeutung sind. Im Hochschulbereich gibt es sehr viele Kooperationen zwischen Baden-Württemberg und den Niederlanden, aber auch Schulen und Kommunen unterhalten sehr lebendige Partnerschaften mit ihrem Land. Also auch die wirtschaftlichen Beziehungen sind sehr eng. Darüber werden wir uns ja nachher noch intensiv unterhalten können mit Ihrer Delegation. Und in Baden-Württemberg ansässige niederländische Unternehmen sind für Direktinvestitionen in unserem Land engagiert. Und die Niederländer sind ja seit Jahrhunderten bekannt dafür, dass sie über die eigenen Dämme hinausblicken, und so freue ich mich natürlich auch über Ihr Interesse an Baden-Württemberg. Und gerne geben wir Ihnen heute einen kleinen Eindruck von Baden-Württemberg, von Land und Leuten, von Wissenschaft und Wirtschaft. Und ich darf Sie deswegen, sehr geehrte Majestäten, nochmal recht herzlich mit Ihrer ganzen Delegation begrüßen. Und ich freue mich auf einen Austausch und auf gute Gespräche mit Ihnen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihren Besuch.